Der Fluss muss erst einmal zurück ins Bett. Vorher kann die A13 nicht wieder geflickt werden. Der Zeitdruck ist enorm hoch. Es ist eine große und wichtige Arbeit, denn es gibt normalerweise viel Verkehr hier. Wir müssen uns beeilen, bevor das Wetter wieder umschlägt. Sonst wird es ein Desaster. Mit dem Ausfall der A13 wird sich der Verkehr nun hauptsächlich auf die Gotthardroute verlagern. Der ADAC in Freiburg sieht eine große Belastung auf die Auto- und Lkw-Fahrer zukommen in den nächsten Monaten. Der gesamte Güterverkehr, das sind ca. 15% über die A13, muss dann auch durch den Gotthardtunnel fahren. Und das wird dort natürlich zu erheblichen Einschränkungen führen. Dank Baggerfahrer Koppes und seinen Kollegen ist die A13 voraussichtlich sogar schon wieder am 5. Juli befahrbar, aber nur einspurig. Für den Güterverkehr ist das deshalb trotzdem eine große Herausforderung. Die Freiburger Spedition Streck fährt fast täglich Richtung Süden. Alle Geschäftspartner müssten nun flexibel sein. Wir reden mit allen Beteiligten, sowohl unseren Kunden als auch den Empfängern, sodass alle Beteiligten in der Transportkette jederzeit Bescheid wissen, wie der aktuelle Stand ist, ob es zu Verzögerungen kommt, wenn ja, zu welchen Verzögerungen und wie man mit den Verzögerungen umgehen kann. Auch die Urlauber sollten möglichst flexibel sein und die Reise gelassen angehen, rät der ADAC. Sprich, man versucht die Hauptreisetage dann jetzt die nächsten Wochen zu meiden, gerade die Samstage, später anreisen, sonntags anreisen oder vielleicht dann auch erst an dem Wochentag anreisen an seinen Urlaubsort, dann dürfte es für alle etwas entspannter ablaufen. Wieder komplett befahrbar wird die A13 wohl erst Ende des Jahres sein.